Sogar mit Pulltimer macht der Worry das. Ja, geht was. Schauen wir mal. Jetzt gibt er mir Gruppenführer. Was ein Typ. Also die wollen hier einen Big Pull reinhauen. Sobald ich zu low drop, hau ich mein Ding rein. Ach komm! Die haben mich in das Ding reingekickt! Ach komm! Sie haben mich in das Volcanic reingekickt! Das war einfach nur bitter. Ach komm, da waren drei Volcanic aufeinander und da wurde ich reingekickt. So bitter. Da kannst du halt nichts machen. Wenn du ins Volcanic gekickt wirst, wirst du ins Volcanic gekickt. Vor allem ist es halt auch genau dann da hochgegangen. Jetzt kicke ich sie mal weg. Ich habe halt meine Explo gespart. Das geht ja schon wieder gut los hier. Ach, der eine, wir haben auch keine AT gezogen. Der eine meinte, er zieht Drums. Und hat sie nicht gezogen. Okay, dann muss ich meine ziehen. Naja, das war jetzt, wie viele Tote haben wir jetzt? Drei Tote hatten wir da. Der eine, der Rogue kackt den Worry an, weil der Worry nicht in der Lage ist, sein Dings zu ziehen hier. Weil er nicht in der Lage ist, sein Buff zu ziehen. Ich liebe das immer, die Leute haben so viel Zeit in der Mythic Plus anscheinend zu schreiben. Also ich, in der Zeit, wo du schreibst, kannst du ja nichts machen, ne? Deswegen fange ich da gar nicht an. Und wenn, dann gehe ich mit den Leuten ins TS. Oder ich schreibe halt da nicht 5 Jahre irgendwelche Diskussionen, weißt du, das sind ja meistens nicht so Sachen, Taktik, hey, lass mal den rausziehen oder so, sondern der eine soll buffen, der andere kackt den anderen ein, weil er das nicht nett genug zu dem anderen sagt und so ein Zeug, wo ich mir halt auch denke, du verlierst halt nur Zeit dadurch. Aber das Gute ist, es geht ja nicht ne, um Zeit hier in der M-Plus, alles easy. Das ist blöderweise mein Buff-Hut halt schon wieder weg. Da waren halt 2 oder 3 Volcanic auf dem Haufen gestanden und genau auf diesen Punkt wurde ich draufgekickt, ne? So bitte. Okay, da müssen wir raus. Ich zieh den da oben hin. Die nächste Gruppe wird halt haarig. Deswegen pool ich jetzt die Wut schon mal für die Gruppe. Wie ist denn der Rogue jetzt verreckt? Unbekannt. Warte mal, durch irgendwas ist der Rogue gestorben. Ja, die hauen so rein, die Dudes. Einmal kann ich gleich noch knockbacken. Das sind die absoluten Hardhitter-Mobs hier in der Instanz. Ich hasse die. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Alter, das ging schon wieder kurz neben dem Ding. Ich glaube, du kannst das schon ein bisschen steuern, wo sie dich hinnocken, indem du stehst. Aber ne, wenn dann kurzfristig natürlich das Ding entsteht hier. Three. 2, 1. Da machst du dann halt auch nix. Hütet euch. Ach, fuck it. Hütet euch. Ich
Ich hasse das immer, ich drücke die Drums, habt ihr das gerade gesehen? Ich musste fünfmal draufdrücken, dass es das zieht. Irgendwie buggt das total, deswegen ziehe ich es ja auch ungern. Weil das irgendwie jedes Mal nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht warum, an was das liegt. Aber kann das sein, dass wir ziemlich einen Low-Schaden haben? Da ist keiner über 50k DPS, ne? Tatsächlich. Ich das hasse, wenn hier alles zugevoidet ist. Aber der Sting steht halt jetzt auch noch in Melee-Range, ne? Der Heiler. Und das ist halt ziemlich shittig. Er muss am besten außen stehen. Dass das Zeug, genau, dass das Zeug nicht alles auf uns drauf gekackt wird. Sonst hast du halt durchgehend den ganzen Shit hier voll. Da wurde einmal... Shit. Da müssen wir in die andere... Alter. Wir sind ja die ganze Zeit jetzt hier, ne? Mit drei Leuten im Midi-Range bist du halt immer im Beschuss. Kommt er gleich wieder hier. Hütet euch. Mal einigermaßen safe sein. Also der Schaden, den wir haben, ist ziemlich low. Keine Ahnung, ob das ausreicht. Also... Was macht der Rogue? Macht er da erstmal Ferien da hinten noch? Warte mal, konnte ich, hab ich das gerade out, hab ich den Kick? Nee, okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, ich habe den outgeranged. Die den ganz langsam dahinter. Der Rogue ist jetzt auch da, wunderbar. Die brutale Rückhand. Ich glaube, das werden wir nicht in Time schaffen, wenn ich so sehe, wie, wie wenig Schaden wir dabei haben. Bei Volcanic hier drin. Gefährlich. Hol die mal noch dazu. Die Ratte kann nämlich eigentlich nichts. Na gut, das ist natürlich eher suboptimal. Ah, ich wollte ihn desorientieren, aber irgendwie war das anscheinend von der Range nicht gut. Den desorientieren wir. Wenn er jetzt nämlich wieder durch uns durchcharge, dann sieht es nämlich schlecht aus, tatsächlich. Da muss ich weggehen. Ich glaube, wir haben da nicht ganz genug Schaden, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Die Mobs brauchen wir. Aber die stacken uns dann bloß wieder hoch, wenn es blöd läuft. Alter, müssen sie die alle auf einmal umhauen. Ich muss jetzt halt hier eine Wall ziehen. Für den Scheiß. Gehen wir da lieber mal raus hier. Ich habe eh schon einen Haufen auf den Sack gekriegt. Irgendwie, eigentlich hatte ich immer so den Eindruck, dass Freehold eine ziemlich einfache Innie ist, ne? Aber jetzt so im Verhältnis gibt es von den Mobs schon mehr rein als in manchen anderen Innies, ne? Ich habe ja jetzt die Woche einige gelaufen. Okay, der Heiler hat überhaupt keinen Mana mehr, der müsste vielleicht mal recken, ne?
Ist denn der jetzt in der Katzengestalt? Der soll sich einfach mal hinhacken. Ich pull die neutralen Mobs. Weil kann er ja wohl hochrecken. Warum bleibt er denn nicht hocken? Ja gut, da sollten wir jetzt den Buff auslaufen lassen. Der Heiler schafft mich so ein bisschen. Der soll halt einmal, während ich hier so Easy Mobs mache, vollrecken. Na gut, jetzt haben wir halt hier kein HT. Will er sich jetzt mal hinhocken? 3, 2, 1. Hat er wieder nicht? Er ist wieder in Katzengestalt gegangen. Ich glaube, ich muss ihm einfach mal. Jetzt hat er 40% Mana, naja, gut. Ich glaube, ich muss dem Typen einfach mal 20 Sekunden geben, gefühlt. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu ängstlich, dass wir ihn instant wegsterben, ne? Hütet euch. Aus. Umhang haben wir hier auch nicht ready. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Hütet euch. Hier gibt es halt auch unterschiedliches Vorgehen. Wenn dann du cleavst sie beide gleichmäßig oder du machst halt einen schneller weg, dass du halt den Schaden rausnehmen kannst. Die wollen hier anscheinend beide gleichzeitig machen. Da hast du halt den Vorteil, dass du mehr Cleave drauf hast, ne? Bist halt effizienter mit dem Schaden. Na super, jetzt ist da alles zugevoidet. Haben wir denn? Wir haben halt erst 50%, ne? Gibt ja auch hier die Taktik, dass du den einen Mob mit reinziehst, ne? Also, dass du einen Trash zum Boss pullst und so einen Spaß machst. Aber halte ich jetzt persönlich nicht so ganz viel von, tatsächlich. Der ist halt mit vielen Midis ein bisschen kacke, tatsächlich. Die Mobs kann ich halt nutzen, um mich ein bisschen hochzuziehen. Jetzt versuche ich ein bisschen da von den Viechern wegzukommen. Hat einfach den Hintergrund, dass wir uns ein bisschen verteilen können und dass ich die Debuffs nicht krieg. Weil hier, wenn du zusammenstehst, kriegst du ja den 4 rein. Und die Mobs, wenn sie dich hitten, kriegst du ja noch den Debuff. Den willst du im Optimalfall ja auch nicht kriegen. Kick sie mal weg. Fuck. Okay. Die sind halt immer noch nicht tot. Die sollen halt jetzt einfach mal diese kleinen Viecher töten. Der eine lebt halt immer noch. Ja gut, okay. Dann ziehen wir jetzt aber durch. Verstehst halt nicht, warum sie das kleine Viech-Ding nicht machen. Zieh den einfach hier rein und dann kann man hier ein bisschen was mit ranziehen. Nochmal gefiert werden. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Naja, komm. Für was haben wir die Inka mitgenommen? Ich hätte sie zwar lieber bei einem größeren Cleave reingehauen, aber... Besser als nix. Alter, habe ich jetzt echt das Volcanic gefressen? Lauf, kleines
Der Slow ist aber schon ätzend von den Viechern. Solange du den dabei hast, hast du halt durchgehend diesen Kack-Slow. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ja, der Heiler ist fast down. Nehmen wir uns mal selber ein bisschen hoch. Das Schweinchen. Haben wir halt mit HT, das ist schon ziemlich verkackt. Der eine soll einfach das Schweinchen versuchen zu holen. Schauen wir mal, jetzt kommt dann auch gleich der Boss dazu. Es gibt ein paar Leute, die meinen, man kann den Boss quasi hier mit dem Ding zusammen machen. Die hitten aber schon relativ hart. Was haben wir jetzt? 16 Minuten noch. Würde ich jetzt tatsächlich eher nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht, der ist halt wieder in der Katze, der ist viel am Catweaven. Inwiefern der Mana hat. Okay, ja, der hat keinen Mana. Lass ich den kurz regen und dann gehe ich an den Boss ran. Ich könnte hier nochmal lasten, dann beim Endboss nochmal. Aber der hat eigentlich relativ wenig Life, also da lohnt sich's nicht. Bei diesem Panzern hast du dich auch ganz schnell mal weggeschossen, ne? Alles schon gehabt. Aufpassen. Aber der, diesmal geht er relativ schnell down. Gerade mal aufs Recount nebenbei geguckt, ne? Und hätte fast den Dings gefressen hier, den Panzer. Was haben wir denn? Wir sind bei 63%, also wir brauchen schon nochmal noch einiges an Trash. Da können wir dann nochmal HT ziehen. Wir haben halt einmal zu wenig HT dann quasi, ne? In der ganzen Inni. Das ist ein bisschen das Problem. Die Leute haben gefühlt weniger Schaden als die letzte Gruppe, mit der ich drin war. Aber wir haben von der Zeit, sieht es eigentlich besser aus. Wir können ja dann theoretisch nochmal Hero ziehen beim letzten. Wir müssen ja noch einiges an Trash machen, wenn wir jetzt länger brauchen sollten. Vielleicht wird es sogar noch was. Es war zwar ein haariger Start tatsächlich, aber das könnte eventuell noch was werden. Muss ich halt hier ziemlich defensiv. Ja, komm, heilen wir uns mal. Aber nein, bitte zieh's nicht in Melee Range, den Hai.
Wir müssen halt jetzt noch echt richtig viel Trash machen. Lauf der Heim hier nach. Naja, wenn du den einmal in der Emily-Camp drin hast, ist es halt Abfuck. Das ist halt definitiv so. Am besten muss halt der Heiler immer versuchen, den Hai auf sich zu ziehen und dementsprechend dann außenrum zu kiten, weil sonst kriegen halt alle Schaden, ne? Also wir müssen hier noch ein paar Packs machen. Oh nein, der Heiler hat sich wegscheppern lassen. Er hat released, okay. Warum steht er denn in Melee-Range darum? Das muss ich halt nicht verstehen. Kickse mal weg von mir. Fuck! Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Nein, warum läufst du... Okay, der Rogue hat... Lauf, kleines Mädchen. Er hat geedit. Wird jetzt aufs Ende raus noch... Lauf, kleines Mädchen. Ach, fuck. Ja, jetzt ist halt komplett RIP. Jetzt haben wir halt alles geedit. Ja, schnell wipen. Wir haben genug Trash jetzt. Ein Pack brauchen wir noch. Ja, das war jetzt ja kompletter Käse. Wir haben. Das Problem ist, es ging halt damit los, dass der eine mich zerstört hat. Ich habe die weggekickt, er zieht mich ran in den Cleave rein und ich bin instant tot. Richtig hart. Ich glaube, die hätte ich nicht wegkicken sollen. Der Grab hat mich halt gekillt, dann. Wir müssen halt auf 96% in etwa kommen. Müssen wir noch machen. Dann müsste man auf jeden Fall haben. Alter.
Aber der Knockback da nach unten, der war halt auch richtig, richtig fies. Gut, wir haben jetzt nur 6 Minuten, das geht vielleicht sogar noch auf, obwohl wir jetzt hier echt einiges verkackt haben, tatsächlich. Vor allem, ich habe da. Ich hätte vielleicht auch den Großen nicht dazu pullen sollen, ne? Das hat uns, glaube ich, ein bisschen zu sehr gerippt. Ich dachte mir, ja, die Gruppe plus der Große, das müsste gehen. Okay. Hat sich der Rogue da jetzt gerade wegscheppern lassen von dem Cleave? Ja, hat er. Pack mal live, schreibt er. Es kostet halt alles wieder Zeit, ne? Das ist halt das Problem. 5 Minuten. Ja, da kommt halt nicht schneller. Die DDs können da ruhig draufhauen da, weil ich verstehe jetzt halt nicht, warum sie einfach nur. Ja, der läuft auch nicht schneller, bloß weil ich 30 Meter vor ihm bin. Dann kann ich halt noch Dings draufhauen, zumindest. Mondfeuer. Jetzt müssen wir ihn halt hier komplett runterspielen. Das ist halt. Also, ich habe ja die Aggro. Die hätten auf dem Weg komplett Schaden machen können, weißt du? Das verstehe ich jetzt halt nicht, warum sie das nicht getan haben. Vor allem jetzt musst du halt hier immer diese Kreise noch aussetzen. Ja, im Boss kommt jetzt halt gleich drauf an, ob Ding stimmt, ne? Das Raustragen, ob das klappt oder nicht. Warte, Mana. Three, two, one. Den musste Range kicken. Kommt er nicht mit? Okay, aber der macht es schon mal ganz okay. Bloß ein bisschen aufpassen hier mit dem Volcanic. Da frisst, hast du schnell mal was gefressen, was du nicht fressen willst. Ach, du machst es halt nicht gut. Jetzt sind wir da hinten komplett im Shit. Dann rüber. Was haben wir denn noch? 3 Minuten. Also eigentlich, ne, wenn die jetzt nicht. Abfacken. Warum muss der Heiler da schon wieder so eine Kacke machen? Na gut, er Catweave da, ne? Aber dann gehe ich halt kurz davor weg. Es ist halt nicht mal Boss-Buff, aber. Komm, wir können in die Ecke reingehen, das geht schon. Der Heiler. Mach mich nicht schwach hier. Ich glaube, das wird sogar noch was. Achso, ja. Ich habe HT. Dürfen wir jetzt bloß nicht den Trash adden, sonst ist Feierabend, ne? Das ist das Einzige, was eigentlich jetzt einen hier so richtig wegkillen kann. Oder wenn ich da runterfalle und das verbuggt. Also ich hab's einmal gesehen, da bin ich hier oben rüber, wurde ich halt genockbackt.
Und dann war halt Feierabend, ne? Dann ist der Boss halt resettet. Den Würfel würde ich nehmen hier aus der Instanz, ne? Den kann ich nur brauchen. Haben wir das jetzt echt noch in time hingekriegt. Holy moly, das war halt eine der verkacktesten Runs, ne? Also der eine Pull da hinten auf diesem Steg. Ah, den Würfel. Sehr schön. Nice. Den kann ich brauchen. Der Rogue will den Würfel haben, aber den brauche ich selber. Der ist, denke ich mal, nicht schlecht. Muss ich ihn halt mal durchsimmen. Jetzt habe ich quasi den in 465. Wunderbar. Gut, okay. Porten wir uns einmal hier raus. Hier, ne? Danke fürs Zuschauen von dem vergammelten Run. Könnt mich gerne flamen. Da haben wir einiges falsch gespielt, würde man jetzt mal sagen. Aber wir haben es trotzdem nur in Time hingekriegt. Und jetzt fehlt mir, soweit ich letztens geguckt habe, nur noch ein Dungeon, dass wir alles in Time haben. Also sprich, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche jetzt bloß noch den Tempel von Sitralis und das ist eigentlich ein relativ leichter Dungeon, würde ich mal sagen. Genau, also, wenn ihr wollt, dann schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis dann, ciao.